Hi Leute, und da sind wir wieder bei Let's Play StarCraft 2 Wings of Liberty. Nach einer sehr langen Pause geht es weiter. Und ich möchte sagen, es sieht aus, als ob es ein bisschen laggt. Ich stelle die Grafikdateien ein bisschen runter. Noch mal einen kurzen Blick drauf werfen. Wird schon hinhauen. Okay, machen wir, was das Spiel sagt, und stellen die Grafik ein bisschen runter. Naja, läuft doch wieder flüssig. Also, erstmal möchte ich euch sagen, ich spiele mit dem neuen Patch, das heißt, das ganze Menü ist neu, das ganze Design ist neu, alles ist neu. Ich glaube, nur die Einheiten, alles, ja, ist hundertprozentig gleich. Aber dank diesem neuen Patch werde ich wahrscheinlich keine Erfolge freispielen können, was wahrscheinlich ziemlich nervig ist. Auch wenn ich sagen muss, ich hatte vorher schon viele Erfolge freigeschaltet, aus den einfachen Schwierigkeiten. Sorry für den Cut, ich wurde angerufen. Also, alles ist neu, wir werden keine Erfolge freispielen können. Die ganzen leichten Erfolge habe ich eh schon frei, auf leicht und mittel meistens. Also, nur die schweren, und die wären relativ schwer gewesen. Aber ich hätte natürlich versucht, für sie, euch die, die zu schaffen. Aber das können wir leider vergessen, dank StarCraft 2. Naja, dann machen wir weiter und spielen. Na, endlich wieder los. Aber erst gucken wir ins Labor. Commander, das außerirdische Artefakt ist sicher im Labor untergebracht. Wissen Sie, als ich es gesehen habe, musste ich sofort über meine besonderen Projekte nachdenken. Hey, ganz ruhig, Statman. Was meinst du mit Projekte? Bist du hier unten etwa am Herumforschen? Noch nicht, Sir. Mir fehlen noch immer einige Exemplare, um anfangen zu können. Sobald ich die habe, können wir einige Verbesserungen an unseren Waffensystemen und Taktiken vornehmen. Na, da bin ich ganz Ohr. Was brauchst du? Alles Mögliche. Ich habe die Einzelheiten in unsere Datenbank eingegeben. Wenn Sie auf einer Mission über etwas stolpern, das wir brauchen, werden Sie automatisch informiert. Jag dabei aber nicht das Schiff hoch. Okay, Statman. Also, ich weiß nicht, ob ich mal erwähnt habe, ich habe das Spiel schon durchgespielt auf leicht und moderat. Und ich mache es auch schwer, weil ich es auch schwer noch nicht so oft gespielt habe. Und ich glaube, das ist mal eine leichte Herausforderung. Deswegen, ja, gucken wir, was die Forschungsmissionen haben. Aha. Also jeweils noch ein Punkt bei Protoss und Zerg für die nächste Stufe. Das seht ihr alle selber. Dann auf zur Brücke, und ich glaube, das hast du letztes Mal schon angehört. Also, auf zur Sternkarte. Gehört der mächtige Jim Raynor sei wieder auf Achse und knapp bei Kasse. Der Planet Redstone besitzt die wertvollsten Ressourcen in der Gegend. Und bei der Zerg-Invasion hat das Kalmoria-Kombinat seine Sachen geparkt und alles zurückgelassen. Leute mit etwas unternehmerischem Geschick konnten dort großen Profit machen. Trefft mich auf Redstone, wenn ihr mitmischen wollt. Also, meine Erfahrungen her, ist es einfacher, erst Redstone und dann Minoth zu spielen, weil man die Rechner hat, mit denen es wirklich einfacher ist, die Mission zu schaffen, als mit den Helions. Also werde ich mit Redstone anfangen. Und das ist die Mission, bei der ich, als ich angefangen habe, auf Spieler zu spielen, immer verloren habe. Ich habe sie einfach nicht geschafft. Aber vielleicht wird es dieses Mal besser. Oder ihr habt einfach viel zu lachen. Mal sehen. Redstone. Was für ein Loch. Habe ich schon erwähnt, wie sehr ich Vulkanplaneten hasse? Gut, dich zu sehen, Mann. Man nennt mich Torsch. Hilf mir dabei, die Mineralien abzubauen, die ich brauche. Und ich werde mich sehr erkenntlich zeigen.
ist der Hub? Naja, dieser Planet ist ein wenig instabil. Die tiefliegenden Bereiche werden alle paar Minuten von Lava überflutet. Natürlich liegen aber genau dort die reichsten Mineralienvorkommen. Aber für einen harten Kerl wie dich ist das bestimmt kein Problem. Sir, ich orte außerdem noch Zerg-Biosignaturen auf der Oberfläche. Wir werden einen Teil der geförderten Mineralien für Verteidigungszwecke ausgeben müssen. Je mehr wir ausgeben, desto länger wird es dauern. Lava und Zerg. Zwei Dinge, auf die ich einfach nicht verzichten kann. Bringen wir es hinter uns. Oh ja, wird das ein Spaß. Wir freuen uns alle tierisch. Lava. Weil laut dem guten Tosch ist man ein harter Kerl, kann einem die Lava auch nichts mehr ab. Jo, klar. Machen wir. Als harter Kerl badet man natürlich in Lava. Ist ja logisch. Jo. Das heißt, entweder werden wir am lebendigen Leib brutzeln oder von den Zerg zerfetzt. Was an beiden nicht so schön ist. Also, weil wir alle das nicht wollen, gebe ich mein Bestes, damit nichts passiert. So. Los geht's. Oh, wie wundervoll, dass ihr mir so viele Mineralien bereitstellt zum Abbauen. Das ist ja, oh, sind das viele. Oh, danke, danke schön. Ihr seid ja so großzügig. Ja, wie kann man bloß so großzügig sein? Ich hasse euch. Und nicht ihr? Ich kenne das Geräusch. Nicht Warnung. Gut. Lava-Ausbruch steht unmittelbar bevor. Evakuieren Sie umgehend die tiefer gelegenen Bereiche. Ja, Titan. Die Lava steigt. Gut. Bringt diese WBF sofort nach oben. Okay, machen wir das, was ich gesagt und stellen die Grafik noch ein bisschen tiefer. So. Ja, es ist noch annehmbar. Also. Jetzt geht's rund. Ich würde sagen, ist doch gut. Die Gefahr ist vorüber. Sie können mit dem Abbau fortfahren. Also. Auf der Anzeige ist die geschätzte Dauer bis zur nächsten Lavawelle zu sehen. Wenn eine bevorsteht, sollten alle Einheiten und Gebäude auf eine Anhöhe verlegt werden. Also ich würde sagen, damit kommen wir alle zurecht. Also das ist wirklich annehmbar. Aber wir sollten gleich anfangen, die Bunker zu bauen. Denn weil ich ein Hellseher bin, weiß ich, dass wir gleich angegriffen werden. Durchgeladen und entsichert. Aus diesem Grund. Ich habe da ein paar Freunde, die euch aushelfen können. Brecher. Brecher. Brecher, sagst du? Teufel auch, Cowboy. Wir müssen mehr von denen ausbilden. Die sind echt hart drauf. Jo, sind nur nicht teuer, die Kollegen. Gucken wir uns die Rächer an. Die Rächer, da sind sie. Stark gegen Hydralisken, schwach gegen Schabe. Also, ja, und sie können nur springen, auch wie schön. Natürlich sind sie auch gut gegen Gebäude, was ich gut finde, richtig gut. Und man kann sie auch gut gegen, was weiß ich hier, Space Marines einsetzen. Leider sind sie ein bisschen schnell tot. Das macht sie nicht so schön. Aber sie sind schnell und das macht sie wieder toll. Kann's kaum noch erwarten.
verstanden. So, und da oben kommen auch noch ein paar Bunker hin. Verstanden. So. Ein paar meiner Jungs sind in der Gegend hier verschollen. Ich würde echt gern wissen, ob sie noch leben. Tja. Aber ich würde viel lieben gerne selber überleben. Das wäre mir viel lieber. Also haben wir gar keine Zeit, nach denen zu suchen, sondern bauen erstmal Mineralien ab. Hier komm ich! Oh, Sir, Sir, Scanner zeigen eine riesige Biosignatur in der Nähe Ihrer Position an. Ein Brutalisk, glaube ich. Wenn Sie den erledigen könnten, würde das meine, unsere Forschung weit voranbringen. Nur als Erinnerung, Sir. Je mehr Mineralien wir in Truppen investieren, desto länger wird es dauern, unser Ziel zu erreichen. Sie sollten auf Ihre Ressourcen achten. Ein Applaus für den Klugscheißer. Als ob wir das nicht wüssten. Also. Ein Brutalisk, also. Soll ich gesehen habe, 1000 Leben. Ja, yeah, ich wusste es, meine Helden ihre Fähigkeit machen sich bloß. So. Das sind die letzten Mineralien, die ich erstmal ausgehen werde. Dann bauen wir erstmal dieses Kack hier ab. Und dann passt schon. Also ich finde aber das neue Design vom Mineralienfeld. Das neue Design vom Battlenet eigentlich sehr schön. Ich finde es übersichtlicher als vorher. Wir haben noch Zeit. 24 Sekunden reichen auch. Seismische Aktivität nimmt zu. Es wird zur Vorsicht geraten. Was nicht passt, wird passen dir. Passt noch. Keine Sorge. Warnung. Lava-Ausbruch steht vor. Okay, jetzt ist es langsam knapp. Tschüssi. Evakuieren Sie umgehend die tiefer gelegenen Bereiche. Ja, das nennt man perfektes Timing. Die Gefahr ist vorüber. Sie können mit dem Abbau fortfahren. Yo. So, dann geht's weiter. Mineralienfeld erschöpft. Toll, wir freuen uns alle. Erschöpft. Ich nag's. Wir machen weiter. Erschöpft. Ich muss gleich expandieren. Mineralienfeld erschöpft. Und zwar machen wir das ganz praktisch. Jetzt geht's rund. Zum Glück haben die Terra Bases diese tolle Fähigkeit abzuheben. Mineralienfeld erschöpft. So, und da man in der Kampagne das Wiederverwerten 100% kriegt, können wir da Bunker als Verteidigung hinsetzen und uns immer wiederverwerten. Sie werden nicht zerstört. Eine Hand wäscht die andere. Hier sind die Koordinaten für das nächstgelegene Mineralienvorkommen. Das nächstgelegen liegt aber hier unten. Naja. Los! So. Mineralienfeld erschöpft. Ja. Nur zu. Was liegt an? Schlechte Neuigkeiten? Benötige weitere Depots.
Wollen wir noch die Post? Was nicht passt, wird passend gemacht. Ach komm, eins brauchen wir noch. Eins dazu. Yo! Boah, wir die ab. Oder nicht hier. Und warten. Nach der nächsten Lava-Eruption machen wir die nächste. Fangen wir mit der Echse an und dann geht's mit der Mission heiter weiter. Ja, ja. Was wichtig? Reparieren wir in der Zeit die Bunker. Ein richtiger Zergspieler würde einfach durchrennen. So schlau sind sie aber nicht. Nur zu. Freuen wir uns alle drüber, dass sie so dämlich sind. Seismische Aktivität hinzu. Es wird zur Vorsicht geraten. Warnung. Lavaausbruch steht unmittelbar bevor. Evakuieren Sie umgehend die tiefer gelegenen Bereiche. Schon geschehen.